So, wir erwarten jetzt die Führung des Schwerers in Runde, 30 Minuten Fahrzeit. Hempler, super! Hier, Reggie! Ja, wo fallen eigentlich die ersten drei Leute? 5 Sekunden, komm, Christian, los jetzt! Ja. Rechnet dann hoch und dann wird die restliche Rundzahl festgelegt. So, hier kommt der erste Spitzenreiter. Startnummer 39, Frank Jacobs, der Sieger gestern auch in Ufa vom Team M. 62, Marcel Wendland. Hier am Ende der Gruppe, Herr Sebel. Immer noch Fahrer. Fünf haben wir hier. Kai Kahn, Zeitung aus Hamburg. Komm! Ander! Jetzt beißen! Dann? Aus der Nadel!
Danke. Und der Sieger, thank you.
Straße mit dem Hufen. Thank you.
Thank you.
Und es nun. Was Mari? Ohne. Dominik. Gasch. Radkos. Dann kommt Loni. Kuska. Finn Termin, RAG Bremen, Stevens Racing Junior Team. Und Ronny Wilhelms und Frank Wichert und RC Kattenberg. Sang, RG Uni Hamburg. Da drüben haben wir die Spitze. 40, Lars Kneller, FC St. Pauli.
Sohn aus Treppchen, Platz 3 von der FC Lohne Fichter, der Veranstalter der vielen Bundesliga Crossrennen, Sebastian Hannover. Ja, ehemaliger Masterweltmeister und Studentenweltmeister. Auch bei deutschen Meisterschaften ganz vorne. Aus der großen Radsportfamilie Hannover. Aus Lohne Fichter. Platz 2, Thomas Hüke, MC Pirate. Und der Sieger am heutigen Tag hier beim zweiten Lauf in Norderstedt vom RV Germania Hamburg. Er fährt für die RG Uni Hamburg, Nico Evers. Und er bekommt das neue Führungstrikot. Neuer Spitzenreiter nach 2 Läufen im Stevens Cup. Lu, das ist aber kein Witz, das glaube ich nicht. Ja, aber die ersten 5. Auch schon mal für die vorderen Platzierten und für den Sieger. Glückwunsch auch von mir. Das 6 steht sich daneben. Rechts, ja. Das ist der 6 Platzierte. Auf Platz 5 am heutigen Tag von der Harburger AG aus dem Stevens Racing Team, Yannick Geißler. Am besten Tag auf Platz 3 in Hannover. Auf Platz 4, Timo Buschinski, RCM Sport Herford. Aus der U23, ganz frisch da reingewachsen. Auch die große Radsportfamilie Buschinski. Platz 3, Platz für die erste Nordheide, da freut sich die Lu Schröder. Luke Noah Bovin, ebenfalls Team des Racing Team. Auf Platz 2 vom Veranstalterverein RV Germania Hannover, Germania Hamburg. Ich komme aus Hannover und fahre nach Hamburg, ne? Genau. Max Lindenau, Kamerateller. Auch schon Medaille gesammelt bei deutschen Meisterschaften noch im Nachwuchsbereich. Und der Sieger am heutigen Tage vom Habesthaler Radsportverein, ebenfalls Stevens Racing Team, Yannick Gruner. Und er ist auch der neue Führende und bekommt das Spitzenreiter-Trikot. So, da haben wir ihn, den Sieger. Das heißt, die ersten 6. Jawohl. Ich muss mir erst mal umhängen, ne? Ja, bitte einmal die Schleife umhängen. Genau. So sieht das schick aus. Super. Und ein München. Taschengeld und das Führungstrikot. Ja, jetzt werden mal die Fotos geschossen. Heute ist gut. Schöne Foto nochmal.